Heute wollen wir Ihnen zeigen, wie wir mit den Shure Color V1000 Giveaways bedrucken können. In diesem Fall werden wir diese Flaschenöffner direkt bedrucken. Wir werden diese in einer Vorlage, die maximal A4 Größe beinhaltet, mit unserem Drucker in UV-Tinte bedrucken. Das heißt, wir drucken hier erstmal mit Weiß, dann mit Farbe und dann mit dem Varnish dann darüber. Diese drei Lagen sind in der Software angelegt und wir können eigentlich dann jetzt auch direkt dann starten mit dem Druck. So, damit wir es auch starten können, legen wir noch letztendlich unsere Schablone für die Materialien ein. Achten dabei hier auf die Ränder, damit es auch wirklich anliegt. Danach aktivieren das Vakuum, damit das Medium nicht verrutscht. Jetzt können wir noch die einzelnen Materialien einlegen. Achten darauf, dass sie richtig eingelegt sind und von der Höhe auch stimmen. Danach schließen wir die Klappe und können dann den Druckauftrag mit Start bestätigen. Der Drucker fängt mit der ersten Schicht an, in dem Fall weiß. Danach kommt die Farbschicht und zum guten Schluss als dritte Schicht kommt dann jetzt gleich noch der Lack oben drauf. Nachdem dieser Lack dann fertig aufgetragen ist, beginnt der Drucker mit einer Geruchsneutralisierung und danach können wir den Drucker dann öffnen und die Materialien entnehmen, indem wir zuvor das Vakuum deaktivieren. Somit sind unsere Flaschenöffner fertig gedruckt.